Ja, hallo und guten Abend. Ich habe ja versprochen, dass ich mich noch mal melde, um auf den morgigen Karfreitag einzustimmen, aber das wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die ihr jetzt nicht so erwartet, weil ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Als ich damals überhaupt mit dem Glauben, mit der katholischen Kirche in Berührung gekommen bin, da war die Karfreitagsliturgie, in die ich dann auch irgendwann gegangen bin, natürlich eine total anspruchsvolle. Also, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, wie der Pfarrer hineinkam und das Gewand gar nicht anhatte, sondern nur das Unterzeug und sich dann flach auf den Boden vor das Kreuz gelegt hat. Die Musik ist auf einmal ohne Orgel ausgekommen. Der Chor hat engelsgleich und todtraurig gesungen. Ja, ich fand das faszinierend und ich bin eigentlich immer gerne in die Karfreitagsliturgie gegangen, wenn ich auch dieses ständige Beuget die Knie ein bisschen anstrengend fand. Und nachher in meiner Jugendzeit haben wir auch viele andere Formen gefunden, des Karfreitags und des Leidens und Sterbens Christi zu gedenken. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich versucht, das auch an meine Kinder weiterzugeben. Die sind mittlerweile erwachsen, aber als die so 10, 11, 12 Jahre alt waren, wollten die einfach nicht mehr mitgehen in diese Liturgie. Die ist denen zu anstrengend gewesen. Und da habe ich denen gesagt, ihr dürft euch jetzt entscheiden. Entweder ihr geht mit in die Kirche oder ihr guckt am Karfreitag mindestens einen Bibelfilm. Meistens haben sie sich für die 10 Gebote entschieden, weil der ist ja einfach total toll. Und es gibt noch viele andere. Ich möchte gerne wissen, was ist euer Lieblingsbibelfilm? Was guckt ihr auf jeden Fall an Ostern oder auch an Karfreitag? Und damit euch die Auswahl vielleicht ein bisschen leichter fällt, habe ich euch alles das, was in diesem Jahr 2020 im Fernsehen laufen wird, zusammengestellt. Und ich bin sehr gespannt, welcher Film in den Kommentaren die meisten Likes kriegt. Macht's gut, wir hören und sehen uns morgen.